ein Announcement. Dieses Video, alle Infos, die ich euch heute gebe und alle Bilder, die ich euch heute zeige, kann ich euch nur zeigen, weil es TikTok möglich gemacht hat. Ich will nicht zu viel spoilern, aber danke TikTok, dass ihr uns helft, die Welt ein bisschen besser zu machen. And now enjoy the content. Plastik. Ein aus Erdöl gemachter Kunststoff, der aus unserem Leben gar nicht mehr wegzudenken ist. Oder ist er es doch? Jeder von uns hat täglich mit Plastik zu tun. Er ist in unseren Kühlschränken, in unseren Einkaufsläden, in unseren Klamotten. Wir sehen ihn in den Medien, in der Werbung. Plastik ist in Plastik verpackt. Oh, und Plastik ist in unseren Meeren, in den Fischen, unserem Trinkwasser und in unserem Körper. Yay. Yeah, plastic is almost everywhere in the ocean. There's a little anecdote, like we were between Madeira and Canaries Island and then at some point there was no wind, so we decided to jump into the water, just as you did before. We were 200 kilometers far away from the coast and we found plastic there, you know? So there's plastic almost everywhere on every beach. There's like small pieces of microplastic everywhere. So then there's plastic in the rain as well. The whole like water cycle is polluted by plastic. So this is a point. The second point is also like plastic is eaten by the fish. Yeah, you don't want to eat plastic, you know? Of course you don't want to eat fish that contains plastic, but most importantly you want to protect the fish. This is a vegetarian boat, like we are not gonna eat fish. We are like pushing against the fact of eating plastic, of eating fish, but eating plastic and fish and blah blah blah. This is a worldwide problem. Plastic is biologisch nicht abbaubar. So eine Flasche, die einmal im Meer landet, braucht 450 Jahre, bis sie sich zu kleinerem Mikroplastik zersetzt hat. Und dann ist sie ja immer noch im Meer, nur halt in kleineren Stücken. Jährlich überfluten 10 bis 30 Millionen Tonnen Plastik die Meere. Und von dieser Müllkatastrophe sind mehr als 600 Tierarten direkt betroffen. Jährlich sterben so ungefähr 1 Million Seevögel und über hunderttausende Meeressäuger. Sucks. Rückgängig machen können wir das Ganze so gut wie nicht mehr. Ist dieses Mikroplastik einmal im Meer, ist das so gut wie gar nicht mehr rauszufischen. Aber was wir tun können und was wir tun müssen, ist verhindern, dass es noch schlimmer wird. Gemeinsam mit TikTok habe ich mich auf eine Reise gemacht. Und das hier das ist Julian. Mit nicht mal 25 Jahren ist er schon Besitzer eines Segelschiffs und hat ungefähr 3000 Kilometer hinter sich gelegt, um Plastik aus dem Meer zu fischen und um Wissenschaftlern eine Möglichkeit zum Forschen zu geben. At some point you need to take action on something. I was like involved in another organization which is called Sea Shepherd, doing anti-poaching stuff. And then I decided to take action in another way, because Sea Shepherd is doing it like in a very good way against poaching. Not so much organization was taking care about plastic and I really thought like that we could make a difference. Yeah, at some point you need to take action. 2 Tage war ich an Bord der Kraken und bin sofort Teil von Julians Projekt Wings of the Ocean geworden. Ich durfte die Crew kennenlernen. Das sind alles Freiwillige, die teilweise ihr Leben zurückgelassen haben, um ohne Vergütung auf diesem Schiff zu leben und zu helfen. Menschen, die Geld dafür zahlen, um ein paar Tage auf dem Schiff zu fahren, anstatt ihren Urlaub in einem Hotel zu verbringen. Und ich habe so viele Geschichten gehört von den unterschiedlichsten Charakteren, die alle Freunde geworden sind, weil sie eine Sorge und eine Mission vereint. Dadurch habe ich gelernt, ich habe viel gelernt. Nicht nur darüber, wie man einen Mast hochklettert oder wie man segelt und navigiert oder wie Wings of the Ocean Plastik aus dem Meer fischt. Wir sind jetzt gerade auf einer Insel neben Korsika. Die nennt sich Blutinsel, okay? Hier gibt es Seagulls, die einen attacken. Es gibt Jellyfish, es gibt Schlangen und es gibt Ratten. Wenn so eine Möwe dich angreift, musst du dir einen Stock auf den Kopf tun. Wenn eine Qualle dich sticht, musst du mit einer EC-Karte deine Haut abkratzen. Hier sammeln wir jetzt Plastik. Nimm bitte den Baum. Plastik im Knochen. Okay. Siehst du das, was so yeah. Grün? No. Man stellt sich immer vor, dass die Strände so richtig voll mit Dreck sind. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Ich glaube, an manchen Stränden schon. An manchen Stränden wird richtig viel Shit angespült. Ich weiß nicht, immer wenn ich in so Orten bin und dann sieht man so Schluchten zum Beispiel, so zwischen so, dann liegt da immer am Ende der Schlucht, wo die Wellen branden. Mhm.
liegt immer Müll. Und ich glaube, da sind halt diese großen Dinge. Aber sonst überall sind es halt wirklich diese kleinen Teile, die einfach... Und das sollte halt wirklich verboten werden. Styropor? Ja. Safe. Das auch so leicht ist und es fliegt dann auch so easy. Fliegt einfach. Fliegt über das Meer drüber. Schwämme. Und das ist so klein, dass die Fische und die Tiere denken, das ist halt Food einfach. Wenn du diese kleinen Styroporkugeln hast, dann essen die Fische das, weil die denken, das sind Eier von Tieren. Und dann sterben die. Hier, guck dir das an. Was denn? Ja, ich habe auch schon einen Schuh. Das Problem ist einfach viel größer als wir. Of course, there's like organization doing things, but people have to get involved at home as well. For example, here on the Kraken, we try to be as much as possible zero waste. If you can try to adopt this kind of lifestyle at home, it's so much helping. You don't have any idea of how much it is helping. Unser Konsumverhalten ist das größte Problem der Erde. Und viele wissen inzwischen, dass sich etwas ändern muss, aber sein eigenes Verhalten zu ändern, das ist nicht so leicht, aus den verschiedensten Gründen. Und dann habe ich immer wieder bemerkt, wie so kleine Schritte, wie zum Beispiel keine Plastikstrohhalme mehr zu benutzen, ins Lächerliche gezogen werden. Dabei ist das genau der richtige Weg. Die Crew von Wings of the Ocean haben mir viel beigebracht über Zero Waste. Sie haben mir gezeigt, wie man seine eigene Zahnpasta herstellt. Und auch Waschmittel für Klamotten haben wir selber gemacht. Wir haben unser eigenes Brot gebacken, Kräuter gepflückt, die auf dem Schiff angepflanzt werden. Bei jedem Produkt, das wir da fertiggestellt haben, wussten wir am Ende genau, was drin ist. Wir konnten es so personalisieren nach unserem eigenen Geschmack. Wir hatten echt viel Spaß beim Herstellen und dann schon fast wie einfach nur nebenbei haben wir auf richtig viel Plastikverpackung verzichten können. Und um es noch einfacher zu machen, als sich seine eigene Zahnpasta herzustellen, kann man auch einfach beim nächsten Mal anstatt einer Plastikzahnbürste eine Holzzahnbürste kaufen. Oder eine eigene Einkaufstasche mitnehmen, anstatt eine neue Plastiktüte zu holen. Nein, danke, zum Strohhalm sagen. Warum nicht? Warum nicht einfach einen dieser kleinen Schritte machen, bei denen man nichts einsparen muss und sein Bewusstsein einfach ein bisschen diese Richtung zu lenken. Once you try to avoid plastic on one certain behavior, tell everyone around, hey, I'm doing this, do whatever you want with this, but I'm doing this way and I consume less plastic. And at the end, it's gonna make a difference. Was auch immer ihr jetzt mit meinen Vorschlägen tut, eine Sache gibt es, die mir sehr am Herzen liegen würde. Wie erwähnt, hat mich TikTok auf diese Reise geschickt und das natürlich nicht ohne Grund. TikTok möchte etwas bewegen und zusammen mit euch und mir das Projekt Wings of the Ocean unterstützen. Wenn ihr dieses Video hier seht, ist gleichzeitig auf meinem TikTok-Account ein Video online gegangen, das die Clean Snap Challenge einläutet. Das Prinzip davon ist ganz simpel. Sucht euch einfach draußen einen Ort, wo viel Müll rumliegt und dann snappt mit dem Finger und alles ist clean. Damit helft ihr dann gleich doppelt, weil zum einen natürlich schmeißt ihr den Müll, den ihr da in dem Video aufsammelt, auch wirklich in den Müll. Und auf der anderen Seite spendet TikTok für jedes Video, das mit dem Hashtag CleanSnap gepostet wird, an Wings of the Ocean. Damit kann Julian dann seiner Crew ein Gehalt auszahlen. Damit kann er zum Beispiel sicherstellen, dass wenn er einen Mechaniker an Bord hat, dass der nicht dann in dem Moment wieder abreisen muss, wo er sich gerade an das Schiff gewöhnt hat und verstanden hat, was er daran machen muss, was anscheinend schon etwas häufiger vorgekommen ist. Er könnte damit auch irgendwann neue Segel kaufen, den Motor instand halten oder seine Zukunftsvision umsetzen. Of course we know that one ship is not gonna make a worldwide difference. What we wanna do is to do a worldwide difference. The main goal is to be at the deltas of the rivers. There's 10 rivers that are sending to the ocean 800,000 tons per year, which is enormous. What we wanna do is to collect this plastic before it goes to the ocean, right at the deltas of the rivers, and there's like only 10 points in the world where it is needed. What we want to do is to have like a fleet of small boats that are gonna drag the surface trawler to collect all the plastic before it goes to the ocean. Even if we don't find a second life to it, it's not gonna be in the stomach of a whale. It's gonna be a good point in any case, you know. Also ein Aufruf an euch alle, macht einen TikTok mit dem Hashtag oder macht direkt 10. Sagt allen euren Freunden Bescheid, euren Bekannten, eurer Familie und dann nehmt bewusst wahr, wie es sich anfühlt, etwas zu bewirken. Und vielleicht ist dieses Gefühl ja so der letzte Anstoß, um noch mehr zu tun. It was a pleasure
to have you with us. Thank you for inviting me. Yeah, it was a pleasure to have you with us. It was a pleasure to climb up the mast. Oh yes, we did that. We did that all the way up, and he's afraid of heights, and he came with me all the way up. Thank you for that. It was a great moment. Yeah. Well, yeah, thank you very much for sharing our action to your community. Hi to your community. Thank you very much. What is I will be back in French? Je vais revenir. What? Je vais revenir. Je vais revenir. Shawty can lose you. 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 Shawty can lose you.